Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur neuen Euregio-Rechtsfrage. Naturgefahren machen bekanntlich nicht an Staats- oder Landesgrenzen Halt und im Ernstfall heißt es, rasch zu handeln und Kräfte zu bündeln. Gerade zu diesem Thema sind wir heute zu Gast bei Professor Dr. Peter Buchsieger vom Institut für Föderalismus Innsbruck und wir werden mit ihm über grenzüberschreitendes Katastrophenmanagement sprechen und herausfinden, inwieweit dies in der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino realisierbar ist. Guten Tag, Herr Professor Buchsieger. Guten Tag, Frau Magister Gschnitzer. Was versteht man generell unter dem Begriff Katastrophenmanagement? Naja, es gibt keine allgemein gültige Definition, die jetzt irgendwo in Rechtsvorschriften verbindlich festgeschrieben wäre, überall. Aber ganz allgemein verstehen wir darunter die organisierte Bekämpfung einer Katastrophensituation, wobei Katastrophensituation sich dadurch auszeichnet, dass es eine Lage ist, die ein koordiniertes Vorgehen von Rettungskräften, das kann die Feuerwehr, das kann die Rettung, Polizei sein, erfordert. Und die Katastrophensituation ist weiter dadurch gekennzeichnet, dass sie ein ungewöhnlich großes Ausmaß aufweist. Also sich von einer herkömmlichen Rettungssituation eben von der Größe unterscheidet. Und das ist so ungefähr das, was man unter Katastrophenmanagement versteht. Gerade in diesem Bereich ist eine Zusammenarbeit also äußerst sinnvoll. Inwieweit kann aus rechtlicher Sicht aber diese Zusammenarbeit in der Europaregion erfolgen? Naja, die Europaregion ist ja dadurch gekennzeichnet, dass wir hier zwei unterschiedliche nationale Rechtsordnungen haben und noch drei unterschiedliche, sagen wir, regionale Rechtsordnungen. Und das macht es natürlich etwas schwierig. Es gibt sozusagen kein Organ in der Europaregion, das diese Rechtsetzung übernehmen könnte. Das heißt, die Regionen müssen abgestimmt vorgehen, wobei sie dann zusätzlich sozusagen als weitere Herausforderung noch die beiden unterschiedlichen nationalen Rechtsordnungen beachten müssen. Also in der Praxis ist es ja keineswegs selbstverständlich, dass österreichische Hilfsorgane in Südtirol oder im Trentino tätig sein können und umgekehrt genauso wenig. Also dieses grenzüberschreitende Handeln, das muss sozusagen erlaubt werden und organisiert werden. Und wie könnte diese Zusammenarbeit in der Europaregion konkret aussehen? Ja, zunächst einmal können die Landtage, und das ist ein Vorteil unserer Europaregion, dass die Landtage in diesem Bereich relativ weitreichende Kompetenzen haben. Und diese Landtage können nun abgestimmte Rechtsvorschriften erlassen. Das ist zunächst einmal die Voraussetzungen dafür. Also beispielsweise im Tiroler Katastrophenmanagementgesetz soll, und das ist sogar jetzt in der politischen Diskussion, eine Regelung aufgenommen werden, die es erlaubt, dass Tiroler Organe der Feuerwehr, der Rettung grenzüberschreitend tätig sind, beziehungsweise dass italienische Organe, also aus Südtirol und Trentino, in Tirol tätig sind, wenn sie von den Behörden hier angefordert werden. Vielen Dank, Herr Professor Buchsieger, für das Interview und die spannenden Ausführungen. Gerne. Vielen Dank auch, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, für Ihr Interesse an diesem aktuellen und hochspannenden Thema. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind. Machen Sie es gut.